Tschüss, Livorno. Nachdem ich gestern feucht, fröhlich alla salute. Salute. Und in Gesellschaft der wilden 13 nach Korsika rübergeschippert bin, steht heute der erste Fahrtag auf der Insel an. Und es warten mal wieder einige Überraschungen auf die Afrika-Twin und mich. So, dann steht jetzt hier auf einmal einfach mal eine Kuh auf der Straße. Alter, was kommt da auf uns zu? Guten Morgen. Von wegen Meeresblick, von wegen gute Nacht. Ich habe gestern Abend bzw. gestern Nacht noch bis um 5:30 Videos geschnitten. Also ein Video. Das ist jetzt aber auch fertig. Kann ich jetzt ganz entspannt sein, weil ich weiß, ihr habt was zu gucken. Das ist fertig. So, und jetzt kommen wir nochmal zum Thema Meeresblick. Naja, Meerblick. Caro, Meerblick. Denk Meerblick. Hier seht ihr ja das Fenster, ne? Von wo aus ich quasi dann hier hineingeschaut habe, vom Bett aus, wo ich mich so drauf gefreut hatte. Jetzt kommt der Meeresblick, aufgepasst. Und wenn man nicht in den Himmel guckt und sieht, dass der blau ist, dann könnte man wirklich denken, es ist totales Scheißwetter, weil hier drin ohne das Licht ist total duster. Also hier kriegt man echt Depressionen. Deswegen, ich scheiß heute auf Morgengymnastik, auf alles andere auch. Ich fahre jetzt. Ich muss hier weg. Ich krieg Beklemmung. Ich will jetzt was Schönes sehen. Also angezogen und dann Korsika erkunden. Yay! Mitkommen! Diese Tasche sprengt echt alles. Aber ein Glück haben die hier einen Aufzug. Oh, dies. Treppenhaus hat auf jeden Fall auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Ja, es geht weiter. Na? Achso, ich sollte vielleicht auch die Tür aufmachen. 300 Kilo, drei Personen. Das heißt, ich und die Tasche und das Ding ist voll. Stellt euch vor, da wäre jetzt kein Aufzug. Ey, das wäre nicht lustig. Pussy. Seht ihr, was ich sehe? Was haben wir nur für ein Mini? Auf ein letztes. So, tschüss. Bonjour. Ich ernte hier von der Frau maximal irritierte Blicke, weil sie sich wahrscheinlich denkt, qu'est-ce que c'est? Mars Mensch in Action. Merci pour tout. Oh yeah. Da ist der Innenhof, wo wir reingeguckt haben. Auf gute Queenie geschwungen. Wir sind jetzt hier in Bastia und fahren jetzt mal über diese kleinen Sträßchen, nicht über die dicken, über die kleinen. Richtung Bonifacio, das ist hier ganz unten im Süden. 3 Stunden 20 brauchen wir laut Google Maps für 172 Kilometer. Ja, aber ich glaube, wir fahren hier ganz gut Auto. Also das, bis jetzt hat mich noch keiner ansatzweise über den Haufen gefahren. Auch noch keiner überholt. Also die sind ein bisschen entspannter hier als die Italiener. Ich bin allerdings auch erst seit 2 Minuten auf dem Bike und bin auf dieser Insel noch nicht mehr als 3 Kilometer gefahren. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich ja zuletzt. Mit Los Palmos. Und hier war gerade schon eine Blitze. Oh, hier spazieren oder joggen. Freunde, ich sehe folgendes Problem. Wir fahren jetzt hier diese Straße nach Bonifacio. Ich habe eingegeben, keine Autobahn. Das ist aber trotzdem diese dicke rote. Wie ihr seht ja hier, es ist nicht so schön zu fahren. Und gleichzeitig blickt man aber in diese Berge, die da rechts neben einem emporragen. Und da will ich jetzt mal hin. Also ich habe es jetzt nicht eilig, nach Bonifacio zu kommen. Es geht ja einfach nur darum, dass wir Richtung Süden fahren. Und deswegen mache ich mich mal jetzt hier ab von dieser Hauptstraße, um da mal in die Berge zu kommen. Ich denke, hier. Oh, das hatte der LKW auch vor. So, das sieht doch schon gut aus hier. Nur für mich so als kleinen Reminder, ich muss mir heute Wasser kaufen. Eventuell eine Sonnenbrille und das war's. Das ist doch schön, oder? Wenn man nichts anderes vorhat, als sich einen Campingplatz zu suchen, die Insel zu genießen und Wasser und eventuell eine Sonnenbrille zu kaufen. Ich war jetzt das erste Mal auf dieser Reise einfach ohne, dass mein Navi an ist. Einfach dahin, wo die Straße mich führt, wo sie mir gefällt. In Holland wird jetzt hier stehen, Pasop de Drempels. Wow! Wow! Oh mein Gott, das ist hier ein Karussell. Check das, Leute. Oh Mann. Dieser Trip in die Berge, einfach mal der Straße entlang Richtung Hügel, hat sich sowas von gelohnt. Denn hier stehen wir jetzt und die Straße hier hoch, die windet sich so übel. Das ist einfach unglaublich. Viel Spaß. Echt
Hammergeil. Zeit fürs erste schöne Foto hier auf Korsika. An dieser Stelle und bei dem Boden weiß ich jetzt wieder, was ich vergessen habe. Holzplatte. Übrigens, bis hierhin nach Bastia habe ich nur ein einziges Mal, nämlich um auf die Fähre zu kommen, meinen Impfausweis zeigen müssen. Ansonsten nicht ein einziges Dokument von denen, die ich mir da alle im Voraus ausgedruckt und ausgefüllt habe. Nichts davon. Also es ist hier wirklich wieder mehr im Voraus sich Gedanken gemacht, als im Endeffekt berechtigt gewesen wäre. Naja, besser haben als brauchen. Jetzt einfach genießen. Oh, eine Katze. Hey! Da willst du einfach eine Story machen und dann kommt da mal wieder so ein Tierchen dahergelaufen. Na du? Oh, du bist ja sweetie. Okay, hallo, ich habe nichts gemacht. Das ist, glaube ich, eine Einladung zum Kuscheln. Smooth mit mir, streise miss, hab mich gern. Und wenn man mal hier steht und schaut, dann sieht man, dass an diesem Berg da oben sich eine Straße windet. Da fährt jetzt gerade so ein rotes Auto lang, seht ihr es? Ich glaube, diese Straße, das wird gleich unsere nächste sein. Wir fahren ja hier gerade frei Schnauze. Könnte spannend werden. Ja, und manchmal weiß man dann noch gar nicht mehr, wo so die richtige Straße lang geht. Das ist jetzt hier, wird jetzt ein Offroad-Weg. Nee, da wollen wir jetzt nicht lang. Da muss ich mich mal umdrehen hier. Upsi. Na, Queenie, jetzt einmal hier den Berg runter. Guck mal, die bauen hier was. Boah, ist das übel. Ey, wenn du hier baust am Hang, ja, dann musst du aber höhenangstfrei sein. Wow. Haha, ist das schön. Unglaublich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es weitergeht. Ich glaube, wir müssen da durch. Oder hier, aber ich glaube, nee, das ist keine. Hier ist gesperrt. Bin dann da lang, ne? Ja, weil da lang kommen wir ja wieder runter, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. So, nun muss ich den Landsmann hier fragen, aber wir probieren uns mal hier. Ich glaube, das ist so die Stelle, wo ich vielleicht doch mal einen Ort ins Navi eingeben sollte. Weil ich fahre hier gerade in jede Hauseinfahrt rein. Koordinieren auf Korsika ohne Navi. Einfach der Nase nach der Straße folgen ist gar nicht so einfach. Recording. Was tut er da? Hi. Ich drehe mich mal um. Okay. Bevor wir jetzt hier gleich vom Kran irgendwie weggehoben werden. Wo könnte es denn jetzt lang gehen? Ne, da ist eine Einbahnstraße. Das heißt, es gibt nur hier diesen Weg. Ah, da hier wieder ein paar subte Drempels. Attention, Elefanten. Enfant. Kinder heißt das. Hier geht es steil ab. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber es ist so. 2 Meter weiter muss ich schon wieder anhalten, weil hier so ein schönes Bild ist. Hm. Also es scheint hier auch Straßen zu geben, die einfach nur einmal in den Berg reinführen und wieder zurück. Das war's. Mehr Sinn hat diese Straße nicht, wahrscheinlich zu irgendwelchen Einwohnern zu führen. Ja, da müssen wir uns jetzt noch was anderes überlegen. Du kannst hier gar nicht schnell fahren, weil du kannst gar nicht gucken, fahren und dabei schnell sein. Es geht nicht. Es gibt zu viel zu gucken und zu viel zu fahren. Da oben kommen wir gerade her. Das Dorf ohne Ausgang. Ja, ich werde heute den ganzen Tag nur 30 fahren. Kann ich euch schon sagen. Schneller wird das heute nicht. Ich werde wohl alles in 2- oder 4-facher Geschwindigkeit zeigen müssen. Musik.
traumhaft hier. Was Schöneres kann ich mir gerade echt nicht vorstellen, als den ganzen Tag hier rumzufahren. Ach ja, wenn ein Auto kommt, wird's eng. Wir machen das mit zwei Autos, ne? Ich bin froh, dass ich mit dem Motorrad da bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Schaut, da ist die Straße, wo es jetzt gleich lang geht. An dem Berg. Da, wo dieser gelbe große LKW lang fährt. Weil da lang geht's jetzt. Aber vorher gibt's hier in den Bergen das erste Frühstück auf Korsika. Auf das letzte Brot. Eine Mischung aus italienischen Schinkensorten. Mit italienischer Gurke. Knackig. Das korsische Wahrzeichen. Ich finde das sehr, sehr schön, dieser Mann mit dem Band um den Kopf. Und wenn ihr mal schaut hier, wie die hier die Häuser an den Fels bauen, finde ich sehr beeindruckend. Das ist echt, dass sie das machen, dass das nicht irgendwann abkracht. Ich meine, die werden schon wissen, was sie tun. Das übel hier. Es wird immer krasser. Ja, guck mal, selbst wenn ein Auto und ein Motorrad vorbei will, dann müsste einer von beiden stehen bleiben. Holy, holy moly. Bin ich froh, dass ich hier gerade meine Zeit habe, um hier durchzufahren. Nur. Und hier keiner hinter mir ist, so ein ungeduldiger Italiener. Oh, da muss ich aber glatt nochmal ranfahren hier. Zum tausendsten Mal. Oh, Jesus. Boah, ist das krass. Oh mein Gott. Wow. Ja, und so sieht's dann aus, wenn es mal nicht klappt, dass zwei Autos nebeneinander herfahren. Dann, ja, hängst du da im Berg. Ich hoffe, uns bleibt das erspart. Bonjour! Ach, ihr seid doch krank, Leute! Hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten zu sehen, wie es schief gehen kann. So schlängeln wir uns entlang der Berge immer weiter hinein ins Innere der Insel. Krasse ist, auf diesen Straßen ist 80 erlaubt. Wie soll man hier 80 fahren? Ich fahre hier 30 bis 40. Das reicht mir. Der fährt vielleicht 80. Das ist die Kirche San Michel in Muratu und die ist eingezeichnet auf dieser ADAC-Karte als sehenswürdige
Ortschaft hier, weil die Steine sind wohl ganz besonders steinmetztechnisch und da sind auch so Tierzeichen mit eingehauen. Von hier aus hat man auch einen ganz, ganz schönen Ausblick hinten auf das Meer und in die Berge mal wieder. Hier sehe ich an dieser Murato-Kirche das erste Mal kleine Eidechsen. Bewegst du dich auch mal? Total relaxed. Warum soll man sich auch bewegen? Der kennt Menschen wahrscheinlich schon sehr gut. Wie fällt er mich an und beißt mich? Oh, ah. Auch wenn ich den Meerblick sehr schätze, geht's jetzt erstmal weiter durchs Inselinnere, immer Richtung Süden. Was ist da los? Hat er irgendwas kaputt? Ah, er kam da nicht vorbei. Wir mussten erstmal zurücksetzen. Da kam nämlich gerade so ein dicker LKW. Oder hochzufahren ist bestimmt auch spannend. Boah, hier ein Hotel. Auch nicht schlecht. Das ist ja cool. Boah, ey, hier würde ich glatt bleiben. Ein sehr schönes Dörflein hier. Ey, da kannst du teilweise auf 20 runtergehen. Ich hatte das schon ein paar Mal, ich bin viel zu schnell reingefahren. Da musste ich echt so in den ersten Gang ungefähr schalten, um da irgendwie klar zu kommen. Ja, mit diesen Tonnennadeln, das ist dangerous. Das ist heavy hier. Das ist heavy. Da wird mir ein bisschen anders, muss ich euch gestehen. Weil hier so am Hang, oh, Höhenangst macht sich etwas bemerkbar. Alter, was kommt da auf uns zu? Sowas bin ich noch nie gefahren, glaube ich. Oh je. Ui, 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 ui. Ey, und ich habe nur 2,5 Stunden geschlafen, ne? Ich denke mir gerade so, ja, wird auch Zeit, dass du jetzt ankommst. Mhm, ist klar. Zeit, dass wir nochmal richtig wach werden hier. Wir fahren echt jetzt in den Himmel. So ein Hammerding. Da kommen noch drei. Drei schöne haben wir noch. Mindestens. Ich habe schon auf Reserve geschaltet, damit ich nicht gleich hier am Hang plötzlich keinen Sprit mehr habe, weil die Tanke, die ich jetzt hier eingegeben habe, oh, da ist noch so ein schöner Platz. Den nehmen wir uns jetzt hier. Was wollte ich mit der Tanke sagen? Die ist weiter weg, als mein Tank reicht, wollte ich sagen. Uff.
Da fährst du hier so rum, da hast plötzlich eine Kuh am Straßenrand stehen. Machen wir jetzt mit der Kuh? Na, du stellst aber dumme Fragen. Die chillt hier. Ja, freilich, ich bin eine Kuh. Ich mach nichts anderes. Soll ich ein Buch schreiben oder was? Die muss lange laufen, bis die nach Hause kommt. Bis zum nächsten Hof ist es noch was. Und da runter geht's nicht. Wir müssen jetzt mal weiter dann, wa? Ja, endlich. Ich brauche meine Privatsphäre wieder. Schlimm mit diesen Bloggern hier. Ist es bockig? Nee, ne? Nein, ich kratz mich nur. Ich hab die scheiß Tannennadel im Huf sitzen. Schmeckt bestimmt gut. Noch mehr Kühe. Oh, das ist ja was. Na, ihr? Oh, wie süß. Hat den großen Kopf im Gegensatz zum Körper, ne? Was denkst denn? Ich bin auf Diät, du dumme Kuh. Oh, sorry. Hunde laufen mir auch so ein bisschen frei rum. Die Anwohner chillen hier meistens. Und winken freundlich. Sind echt so nett, die Franzosen. Ich mag es total gerne. Ich weiß nicht, ich mag auch die Sprache sehr vom Klang her. Oh, der hat seine besten Jahre hinter sich, ne? Also das sieht man bestimmt auch immer wieder in Reiseführern, ne? Dass hier aufgepasst werden muss mit Kühen. Oh, die schlägt ihr kleines Baby ab. Bezüglich Reiseführer habe ich vor dieser Reise wenig über Korsika gelesen, weil ich finde es besonders spannend, unvoreingenommen an sowas ranzugehen und sich dann vor Ort einfach überraschen zu lassen, was diesmal auch definitiv geklappt hat. Wahrscheinlich hat mich deswegen die Natur hier auch so richtig umgehauen, weil ich damit in der Form nicht gerechnet hatte. Ich habe auch, als ich hier durchfahre, wirklich ein leicht mulmiges Gefühl, weil ich da komplett alleine bin und im Hinterkopf schon der Gedanke so mitfährt, was ist, wenn mir hier was passiert. Oh, ist das eine abenteuerliche Insel. Das ist eine Straße hier. Mhm. Dass man hier nur 30 fahren darf, ist übrigens ganz in meinem Sinne. Ihr wisst ja, wie ich Motorrad fahre, ne? Grundsätzlich immer eher ein bisschen langsamer. Naja, so sieht man mehr. Achso, übrigens stehen hier, also der steht jetzt nicht auf der Straße, aber es stehen halt auch immer wieder Arbeitsfahrzeuge auf der Straße. Gerade haben welche Bäume gemacht, da war so ein riesiger LKW mit langen Baumstämmen und dann waren die da gerade so einen Adventure-Park am Bauen. Dann auch dicke LKWs auf der linken Spur. Also hier ist halt hinter jeder Kurve die Möglichkeit, dass es irgendwie versperrt ist. Oder irgendeine andere Überraschung auf einen wartet, wie zum Beispiel hier ganz viel Dreck von Mäharbeiten, der auf die Straße geweht wurde, Tiere, Felsbrocken oder dezent marode Straßen. Oh, da ist so ein bisschen Straße weggebrochen, einfach in den Abgrund, wenn du zu nah dran fährst. Au revoir. Und deswegen finde ich das hier mit 30 echt eine sehr angebrachte Maßnahme, muss ich mal so sagen. Wobei, ich will nicht wissen, wie hier manche trotzdem herheizen, ne? Ach, jetzt kannst du sogar 100 fahren hier. Ja, dann gib ihm nur. Ey, das ist irgendwo wie Grand Canyon oder so. Fühlt sich das hier gerade an. Das ist alles Mögliche auf einmal. Das ist Beach, das ist Stadtflair, das hat irgendwie sowas Indianisches. Ich bin echt total durcheinander gebracht hier von dieser Insel. Die bringt mich völlig aus meiner Struktur hier. Wie kann so viel auf einmal an einem Fleck sein? Queenie kann halt nachts bestimmt nicht schlafen, weil die ganze Zeit davon träumt, was sie heute erlebt hat. Mit Queenie? Oh mein Gott. Schnappatmung. Oh. Boah, ich muss aufpassen, dass ich auf die Straße gucke. Ich könnte hier die ganze Zeit in der Weltgeschichte rumgucken. Oh, ob das passt? Oh. Der Tunnel de San Polo ist das hier. Jetzt ist er auch schon wieder vorbei. Aber gut, dass das Schild da ist, sonst hätte ich es auch nicht gewusst.
Felsen, die glänzen so richtig. Seht ihr das? Ich dachte erst, ob da Wasser drüber läuft, aber das ist irgendwie sowas Glänzendes, Glitzerndes. Wir haben Gold gefunden! Wir sind reich! Dini, wir können uns das Haus am Bodensee leisten. Ey, echte Kakteen gibt es hier auch. Ich glaube, ich habe diese Kakteen noch nie in real gesehen. Getankt haben wir. Trip Reset. Und dann geht's auf Campingplatzsuche. Schnell ist einer gefunden. Sieht an sich ganz hübsch aus, aber Rezeption ist zu. Also auf jeden Fall Tarif ist, es kostet so um die 15 Euro pro Nacht. Ich drücke mal einfach alle Knöpfe. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Der wird ja wohl jetzt nicht zu haben, oder? Doch, das haben sie. Aber der nächste Campingplatz ist nicht weit. Oh, wie schön ein weißer Sandstrand. Wenn du da stehen würdest nachts, ne, wenn du da dein Zelt aufbaust. Aber ich habe schon geguckt, das darf man nicht. Wildcampen ist nicht so beliebt hier. Also im Sinne von, das kostet, wenn man erwischt wird. Das haben die nicht gerne. Kann ich auch verstehen, da wird es wahrscheinlich anders aussehen hier. Müllmäßig. Wobei, teilweise ist es schon echt extrem auch in der Natur, dass dann da die ganzen Müllplätze sind. Die Leute einfach ihr Zeug lassen. Oh. Das sieht auch zu aus, ne? Ne, bitte. Camping Fermé. Oh, Leute! Ernsthaft jetzt? Nein! Ich will aber campen! So, Campingplatz Nummer 3. Camping Santa Lucia. Komm, Santa Lucia, sei offen. Es steht ein Wohnwagen, es stehen zwei Autos und, ist hier jemand? Rezeption, 20 Uhr, haben wir noch nicht. Oh, das sieht gut aus. Wir werden das herausfinden in wenigen Sekunden. Hallo? Ah, da ist jemand. Ja, bonjour. Und, Person? No. Ah, damn, okay, I will choose another. But I can't go there. To Bar Bonifacio, this is my direction. Yes, and they are open. Because I had two, they were closed. Yes? Okay, thanks. Good luck. Das ist schon mal gut zu wissen, dass auf jeden Fall was auffällt. Da würde ich sagen, nehmen wir doch mal hier den Pinarello. Das wäre doch auch schön, wenn wir was am Meer finden. Yep. Kein Strom haben sie hier. Ach, der wäre, glaube ich, eh nicht so schön gewesen. Man kann sich das ja immer schön oder schlecht reden, ne? Darin bin ich, glaube ich, ziemlich gut. In 300 Metern auf der rechten Seite und da ist das Meer. Hier. Oh ja, okay, hier sind auch gerade Leute angekommen. Wisst ihr was? Nö. Wenn ich schon irgendwo jetzt hier stehe und mir einen Campingplatz suche für 2-3 Nächte, dann nehmen wir einen richtig schön, oder? Der ist jetzt in 6 Minuten. Wir können uns die ja alle angucken. Die sind ja jetzt hier so nah beieinander. Machen Campingplatz-Hopping. Ist das nicht herrlich? Erst denkst du, so kriegst keinen und dann hast du die Qual der Wahl von welcher ist der schönste? Welchen nehme ich? Oha! Wie gut ist das denn bitte? Oh, Queenie! Guck dir das an! Ist das nicht herrlich? Oh mein Gott! Ich will da rein! Ich will jetzt Baywatch und da so langlaufen mit den Füßen im Sand, aber es ist zu kalt. Ich werde joggen morgen oder reiten. Es steht uns die ganze Welt offen. Und dieser Weg hier erinnert mich jetzt wieder auch mit diesem Geruch von Salz, Meeresgeruch an Holland. Also diese Insel ist alles. Grand Canyon from America, salty Geruch from Hollando und noch so viel mehr. Ja, das sieht doch traumhaft aus hier. Ah, ein Träumchen. Ui, ach, oh, das war jetzt kein Träumchen, das war die harte Realität eines Drempels. Versuppte Drempel. Ey, da Offroad, habt ihr das gesehen? Entrée. Entrée avec la... Upp, la Rezeption. Das sieht doch gut aus. Ja, der Mann, der ist, steht da sogar draußen, das ist ja wunderbar. Bonsoir, pour une personne, pour deux ou trois nuits, je ne sais. 3 days. So it's two nights, just, okay. Oh, okay. Free. And there? This is,
Okay. Wow, cool. And where do I put... Ah, for my tent. Okay, thank you. California Camping. Here we go. Boah, so viele Bullis. Kaum Zelter hier. Wo ist denn hier das Meer? Meer, wo bist du? Oh, hier sind überall fette Steine auf dem Boden. Wir machen hier eine Offroad-Section. Das ist Meer. Hä? Ich blick hier nicht durch. Ja, aber das ist Meer auch nicht. Ganz offensichtlich nicht. Ich hab mal einen Blick auf die Berge. Könnte auch ganz nett sein, ne? Also wenn nichts anderes ist, dann das. Oh, da ist das Meer. Also dürfte ich mein Zelt hier hinstellen. Oh, das ist eine geile Idee. Aber ich sehe ja nichts vom Meer, ne? Und hier sind so viele Kiddies, das ist mir viel zu laut. Nee. Also ist ja gut zu wissen, dass das Meer da ist. Da kann ich da morgen hingehen. Und ich gehe jetzt dahin, wo der Blick in die Berge war. Da sind Dortmunder. Der Hammer, ey. Hier so. Angekommen. Das erste Mal, dass ich es wieder aufbaue, nachdem es am Bodensee gestanden hat. Wie gut, dass ich ein selbststehendes Zelt habe, denn ich habe gerade festgestellt, dass dieser Boden hier so hart ist, dass ich da gar keinen Hering reinbekomme. Der jetzt einfach nur trocken, der bricht auf und tiefer rein geht er sowieso nicht. Doch, dann wird das heute Nacht wohl so aussehen hier. Ich habe es jetzt einfach hier am Baum und einmal an Queenie festgemacht. So, da wird es auf jeden Fall noch mal so ein bisschen oben mitgehalten. Außerdem kann man die Abspannleine noch für andere Zwecke gebrauchen. Limbo. So, hier wird unser Ausblickfenster sein. Hier freue ich mich morgen auch Kaffee zu kochen. Yay. Schön. Und ich habe hier eine neue Isomatte. Ich hatte vorher eine, die ich schon von meinem Vater übernommen hatte. Und die war jetzt nicht schlecht, obwohl die war halt ziemlich dünn. Diese hier ist jetzt definitiv dicker. Schön groß auch. Ich habe die größte Größe genommen. Findet ihr alles in der Infobox, was das ist. Dann könnt ihr das auch bestellen, wenn ihr Bock habt drauf. Ist auch so eine selbst aufblasende. Also ich mache das hier auf, dann zieht die sich selbst mit Luft voll. Das ist so ein Ventil. Wenn man das umklappt, dann kann da keine Luft rauskommen, sondern nur rein. Das heißt, ich kann jetzt voll entspannt mir Zeit nehmen beim Pusten. Zwischendurch aufhören. Zwar bei der anderen immer so ein zudrücken bzw. zudrehen immer wieder zwischendurch. Ja, das macht es echt angenehmer. Zelt steht. Und da hinten ist nämlich sogar auch Wasser, wo man drauf gucken kann. So gibt es also doch noch ein Happy End fürs Zelten. Oder? Dazu nächste Woche mehr.